Und damit recht herzlich willkommen zurück, Leute. So, wir werden das heute mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und werden uns ein bisschen um unsere Base kümmern. Und ja, wir finden auf jeden Fall Ressourcen ohne Ende. Und ich würde gerne noch, wie gesagt, hier ein bisschen im Garten arbeiten wollen. Und schnapp dir mal eine Schaufel. So. Dann würde ich sagen, ich habe hier schon angefangen, ja. Hab mir das alles hier schon zurechtgelegt. Und ja, würde ich sagen, gehen wir es an. So, wir müssen. Moment, beidhändig ausrüsten. So. Ne, Grab ausheben wollen wir nicht. Mal überlegen, wie ging denn das noch? Graben, genau. So. Genau. Warum mache ich denn das jetzt so und mache das nicht und mache hier zwischen nichts? Ganz einfach, Leute. Wenn ihr den Boden hier bestellt und ja, wenn ihr da drauf pflanzt, kann es durchaus sein, dass die Pflanzen krank werden. Das geht hier nämlich in dem Game auch. Ja. Und diese Pflanzenkrankheit, die überträgt man dann. Deswegen lasse ich hier zwischen immer was frei. Und dann passt das. Dann ist wenigstens nicht die gesamte Ernte ruiniert, sondern nur ein Teil davon. So. Denk mal, für den einen oder anderen wird diese Folge jetzt nicht allzu spannend werden. Weil wie gesagt, wir werden hier ein bisschen arbeiten. Muss ja auch mal sein. So, mal sehen. Und Leute, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen jetzt an dem Wochenende hier, also bitte nicht wundern. Wir waren schön auf einer Hochzeitsfeier gewesen und Leute, also wirklich, wir sind dermaßen steil gegangen da, das war richtig nice. Ohne Mist. Das hat mir sehr gefallen. So. Dann brauchst du noch Saatgut, Mädel. Alter, die Karre sieht aber auch aus, ey. Aber ist ja auch kein Wunder. Die letzte Folge, die war einfach. Das war einfach nur brutal. Also zumindest der Rückweg war richtig brutal. Ist eigentlich ein Wunder, dass wir. Dass wir in einem Stück wieder hier angekommen sind, ey. Ja, du hast auch Hunger, sehe ich gerade. Aber das hat jetzt nicht so die Priorität. Mal sehen, wo haben wir das Saatgut? Ich glaube, hier war das nicht. Hier war überall Munition. Einen Moment. Da haben wir das hinten. Ich glaube, hier hinten, ne? Ich muss jetzt gerade mal suchen, wo habe ich das versteckt? Streichhölzer, ne. Ah, hier. Genau. So, dann nehmen wir uns, nehmen wir uns Brokkoli mit, Erdbeeren nehmen wir uns mit, so Karotten, ja, Kartoffeln, warum eigentlich nicht, Kohlenhydrate halt, Radieschen und Tomaten. So, ich habe meinen eigenen Balkon übrigens auch, also jetzt in real, in meinen eigenen Balkon auch bepflanzt, mitunter auch mit Nutzpflanzen. Und ja, ich bin gespannt, ob das was wird. Aber ich denke schon. Ja, das sprießt gerade so richtig schön und ja. So. Dann werden wir den Acker bestellen. Ach so, Moment. Moment, Moment. Das müssen wir auspacken. Entnehmen. Entnehmen. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall mit Arbeit. Das ist auf jeden Fall jetzt mit Arbeit verbunden hier. Entnehmen. Tomaten auch entnehmen. So, und jetzt können wir bestellen.
So, was nehmen wir denn? Wo fangen wir denn an? Fangen wir an mit Brokkoli. Primär ausrüsten. War das das? Stellen uns hier gerade irgendwie an wie der erste Mensch. Ach, hier. Saatgut. So, Brokkoli. Dann geht's weiter. Ja. So, und so weiter und so fort. Ja, hier ein Brokkoli. Na. Ja. Einen Moment, Leute. Ich muss mal kurz cutten hier an der Stelle, weil irgendwas haut hier nicht hin. Wir sehen uns gleich wieder. Und weiter geht's. So, Leute. Wie heißt es immer so schön? Was lange währt, wird meistens gut. Und ja, wir haben jetzt hier den. Ich habe jetzt den Bogen herausgekriegt nochmal. Acker bestellen. So. Saatgut. Tomaten haben wir noch nicht. Dann hätten wir eigentlich hier so gut wie alles eingepflanzt, was eigentlich nur einzupflanzen geht. Tomaten. Genau, hier auch. Ja, das macht sich alles ein bisschen kompliziert hier, weil ihr müsst ja bedenken, ich spiele hier mit Controller, Maus und Tastatur, also drei Sachen auf einmal. Und ja, es kann da schon ein bisschen kompliziert sein. Man könnte sich das natürlich auch einfacher machen, ich weiß. Aber naja. Indem man nur mit Maus und Tastatur spielt. Aber ihr wisst ja, irgendwie habe ich mein Joypad da richtig lieb. Also von daher, ich meine, solange das funktioniert, warum nicht? Warum eigentlich nicht? So, jetzt packt das alles mal hier wieder rein. Das auch. Ne, hier, oh, hier geht schon gar nicht mehr rein, sehe ich. Gut, dann hauen wir das wieder zurück. Macht ja nichts. So, bring das mal nach hier hinten. Ja, müssen wir mal gucken, wo ist es am besten? Das ist unsere. Ne, wo war denn? Ach, hier genau. So, Brokkoli, Saatgut, Erdbeeren, Karotten, Kartoffeln. So, Radieschen. Haben wir noch Regenwürmer. Auch nicht schlecht. So, die Schaufel, die legen wir wieder nach unten, würde ich sagen. Schnapp dir mal bitte eine Gartensäge. Ja, das wird ein bisschen handwerklich. Rüste dich damit mal aus. Genau. Den Hammer, den behalten wir. So, dann brauchst du noch Nägel. Wo haben wir Nägel? Irgendwo hier auf jeden Fall. Hier waren die ganzen Ammo-Boxen. Hier auch nicht. Ja, es wird voll. Allmählich wird's voll. Nägel. Schachtel mit Nägel. Eine nehmen. Und gleich mal auspacken. Alles. Nee, alle vier will ich nicht. Moment. Gut. Machen wir so. So, dann fällen wir noch ein bisschen Bäume. Sägen Bretter und dann versuchen wir hier mal ein bisschen Ordnung zu machen. Ich brauche noch ein paar Kisten. So, die Schaufel, die hau bitte hier wieder zurück. Es ist heute ein bisschen logistisch hier alles. So, du kannst doch gleich mal eine rauchen. Aber das gehört eben dazu. Das ist einfach so. Weil, wie gesagt, wenn man das alles vernünftig macht, das nimmt sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Das ist wirklich so. Und wenn wir längerfristig hier überleben wollen, weil wir haben jetzt einen schicken antiken Ofen, Leute, bin ich richtig stolz drauf, dass wir jetzt dieses Ding auch haben. Und ja,
Ich habe mir auch schon was für die Zukunft überlegt. Ich werde auf diesem Spielstand hier, da werden auf jeden Fall diverse Wochen und Monate werden hier auf jeden Fall ins Land gehen. Das werde ich so machen, dass ihr so Stück für Stück die Veränderungen einfach mitbekommt. Ich meine, die haben ja schon eingesetzt, ne? Das ist wirklich so. Naja, Axt leidet darunter, ich weiß. Ich meine, wir können das auch mal so machen, falls der nächste Hubschrauber kommen sollte. Also wären wir auf dem Spielstand hier der Hubschrauber Nummer 3. Scheiße, wie die hier fällt. Einen Moment. Machen wir gleich. Ey, die Axt, die hält ja mal gar nichts aus, ey. Denk mal, das reicht. Ja, ja. Mal kurz gucken, ob sich hier irgendwas anpirscht, aber nein, 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 nein. Wenn der nächste Hubschrauber kommen sollte, bleiben wir einfach mal in der Base. Das machen wir einfach mal. So, und ich bin dann wirklich gespannt, das ist so ein kleines Experiment, wie viele Arschlöcher werden sich in unsere Richtung verirren. Nee, du sollst die nicht die Baumstämme, du sollst die Scheiße zersägen, meine Güte, ey. Alles. Können wir auf jeden Fall wieder Holzkisten bauen. So, das Ganze klein machen hier. Die Bäume fällen nicht. Da. Zersägen alles. Nö. Das meine ich nämlich, wenn sie... Das ist ja eigentlich nur der Wind. Ne? Das ist nur der Wind. Bretter. Ich meine, wenn da ein Zombie wäre, der wäre schon längst bei uns. Aber das verwirrt einen manchmal. Hier bewegen sich die Bäume. Und normalerweise, wenn ein Zombie durch den Wald läuft oder Zombies durch die Wälder laufen, da wackeln die Bäume nämlich auch. Na, entweder ist es der Wind oder Zombies sind das. So, packt hier mal ein paar Bretter ein. Quatsch. Na, alles werden wir jetzt hier nicht mitbekommen. Dürfte klar sein. War jetzt nur noch eins, okay. So. Dann bringen wir das mal nach Hause und dann bauen wir noch ein paar Kisten hinten ein. Und dann ist das gut. Ich habe hier auch eine Feuerstelle errichtet, weil wie gesagt, also wenn wir das wirklich so machen wollen, dass hier im Game wirklich tatsächlich Wochen und Monate nachher irgendwann vergehen, also großartig im Winter, ich muss ehrlich gesagt zugeben, das habe ich selber noch nicht großartig ausprobiert, ne? Ich bin jetzt aktuell ein bisschen über 200 Spielstunden und ja, ich habe mich eigentlich mehr oder weniger auf die warmen Monate konzentriert, ja. Und das werde ich auf jeden Fall hier in Staffel 2. Wir werden einfach mal experimentieren, so ein bisschen. Das kann ja eigentlich auch nicht schaden. Erstmal eine Banane. So. So, dann werden wir mal bauen. Bauen, eine Holzkiste bauen. So, und die stapeln wir einfach. Noch eine. Richtig geil. So, hier steht unser Ofen. Ich finde das richtig geil. Ohne Scheiß. Gut, der Schrank, der steht jetzt im Weg, aber wir kommen da. Ja gut, wir kommen trotzdem ran. Eigentlich, also alles gut. Na, hier haben wir auch noch eine Axt zu liegen, sehe ich gerade. Nice. So muss das sein. Können wir dann ein bisschen Ordnung machen. Und längerfristig gesehen, wie gesagt,
Ich werf mal noch einen Blick, einmal einen Blick auf die Map. Und dann kann ich euch das weitere Vorgehen so ein bisschen erläutern. Also hier sind wir ja. Nee. Doch, hier sind wir. Safehouse 3. Und es wird langsam Zeit. Ich möchte meine alte Base. Die will ich einfach wieder haben. Und das wird übel werden. Das ist so, wenn wir... Wir müssen ja uns ja quasi hier den Weg freischießen. Das lässt sich ja... Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Na? Und ich weiß nicht, wie krass es wird, aber ihr habt ja die letzten Folgen, ihr habt es gesehen. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Folgen nur geballert eigentlich im Grunde genommen. Also eine reine Schießfolge draus gemacht. Und Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Wir werden uns erstmal ein bisschen leichter machen. So, die Brechstange, nee, das behalte ich mal. Dann mal das Brett. Das hau mal bitte. Ja, komm, haust du hier rein. Das ist unsere Holzkiste hier vorne. 128 Schrotpatronen hast du. Okay. Hier sind auch nochmal 2. Hau das mal bitte ins Inventar. So. Deine Shotgun, wo ist die? Die Axt. Die Axt hau ich mal hier unten hin. Hier auf dem Boden. Gartensäge auch. Das sind alles so Tools, die werden wir öfter mal verwenden. Und die jedes Mal einzuräumen, in die Kiste einzuräumen. Und naja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das ist nervig ohne Ende. Brauch mal eine. So eine Wasserflasche kannst du, ja, verbleibend, ich weiß. Die hau mal bitte weg. So. Dann rüste dich bitte mal mit der Shotgun aus. Genau. So, und dann würde ich sagen, dann machen wir uns mal, oder verschaffen wir uns mal einen kleinen Überblick. Ja. Ich, wie gesagt, das wird einfach nur doll werden. Schachtel mit Schrotpatronen haben wir hier noch. Okay. Pack die mal ins in den Rucksack. Wo haben wir noch Schrotpatronen? Ich meine, wenn nicht, wir können auch wieder zum Militär-Checkpoint. Können da ein bisschen einkaufen, ja. Und, ja. Nein. Hier haben wir Essen. Oh, ey. 40mm Granaten, Alter, ey. Heftig. 5,56 haben wir. Haben wir richtig viel, ey. So. Aber mehr Schrotpatronen habe ich nicht. Ich könnte schwören, dass ich hier noch ein bisschen Schachtel mit Schrot... Na, wollte ich doch meinen. Na, wir haben noch... Nimm dir gleich mal ein paar mit. Es wird auf jeden Fall wieder doll werden. So. Gut, Leute, ich werde dann, wenn wir vor Ort sind, werde ich euch wieder mit reinnehmen ins Boot. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Ihr seht gerade, es geht hier gerade munter weiter. Im Schießen natürlich. Wie auch sonst. Naja, wir müssen uns... Ja, kommen wir gar nicht drum herum. Das lässt sich nicht vermeiden. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind neue Musiktracks dazugekommen. Also das ist alles irgendwie verbessert. Habe heute auch den Hinweis gekriegt, dass Veränderungen an diesem Game hier vorgenommen wurden. Und ja, anscheinend definitiv bei den Soundeinstellungen. Hat sich ein bisschen was geändert. Also die kommen aber auch alle so peu à peu, kommen nicht geschlossen. Ich sag ja, so kleckerweise kommen die alle an. Ja. Oh, lad nach. Aber ich sag mal so, solange wir hier Herr der Lage werden und uns die Zombies hier nicht überrennen, ist eigentlich alles gut. So.
Gut. Würde ich sagen, weiter geht's. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, Leute, es ist mal wieder soweit. Also, das nimmt hier, ehrlich gesagt, das nimmt hier kein Ende. Du bist nur am Schießen. Das ist einfach nur krass, was wir uns da aufgeladen haben, Leute. Also wirklich, der Spielstand verrückt ist im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist einfach der nackte Wahnsinn. Und wir haben jetzt ordentlich was gepullt. Und wie gesagt, zwei Schritte vor, drei Schritte zurück oder umgekehrt, ey. Einfach übel. Übel. Das ist hier wirklich, es ist doll. Es ist einfach nur doll. Vor allem musst du dich, du musst dich konzentrieren. Du musst dich hier richtig, richtig konzentrieren. Ja? Diese ganzen Leichenberge hier eigentlich im Grunde genommen, es ist doll. Du musst wirklich gucken, dass ich da innerhalb dieser Berge, da steckt eine Axt drin, geil. Eine Axt dabei, sehe ich gerade. Da ist schon wieder ein scheiß Clown mit, aber die sind mal mit einem rosa Luftballon, ey. Verdammte Axt, ey. So, weiter geht's. Wir kommen nicht bis zu unserer alten, also bis zu unserer alten Base kommen wir einfach nicht. Ja, weil das einfach, das ist hier, das ist der nackte Wahnsinn. Wenn wir da jetzt einfach durchfahren würden, nehmen wir mal an, wir fahren da wirklich durch. Ja. Wir werden wirklich von allen Seiten, würden wir eingekesselt werden. Na, guckt euch das an, ey. Es ist einfach nur abnormal. Naja, mein Auto ist interessant für die, natürlich. Warum eigentlich nicht? Ja, bleibt mal da. Und da kommen auch noch mehr. Ja, diese Kleckerwirtschaft hier jedes Mal. Ich weiß nicht, wie lange wir das mitmachen wollen. Keine Ahnung. Das meinte ich nämlich mit Vorspulen, Leute. Tage einfach überspringen. In 4 Tagen haben wir erst das Maximum erreicht. Also danach kommen keine Zombies mehr. Danach würde die Population eigentlich im Grunde genommen, wenn wir schießen oder die Zombies generell umbringen, dann würde sie erst schrumpfen. Na? Ich mache jetzt ein bisschen so weiter. Ich kann euch nicht versprechen, wie weit wir hier kommen werden. Na? Aber die neue Base, das wäre schon schön. Gut, Leute, bis gleich. So, Leute. Ich muss mir unbedingt was einfallen lassen. Um diese Cluster einfach, um die aufzulösen. Die rennen uns jetzt alle hinterher. Wir sind immer noch kein Stückchen weitergekommen. Nicht wirklich. Ja. Das ist einfach nur doll, was hier ist. Am besten oder am schlausten wäre es, glaube ich, wenn wir die alle schön... wenn wir die schön alle zusammentreiben... Alter, das Game hat Soundprobleme, ey. So viele Zombies sind hier, ey. Doll. Die müssen wir wirklich versuchen, irgendwie zusammenzutreiben. Hier ist die Fire Station, genau. Ich glaube, so werde ich das auch machen, weil wir kommen sonst nicht weiter. Das verrennt sich irgendwann. Und, ja. Ich hab... Boah, guckt euch das an. Wir haben ja echt Schwierigkeiten, hier durchzukommen. Gut, Leute. Sie muss auf jeden Fall auch eine Mütze Schlaf bekommen. Ich glaube, das ist hier, haben wir eigentlich so gut wie alles geklärt. Das ist wirklich so. Aber da hinten, das ist einfach nur übel. Ich hätte ja eine Idee. Ich hätte wirklich eine Idee, wie wir es machen können.
Wir können unseren Ektor 1, den können wir dafür benutzen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Das werden wir dann morgen in Angriff nehmen. Sie kann jetzt erstmal nach Hause fahren. Da werden wir unser schönes Sirenenfahrzeug nutzen, werden die alle schön anlocken in der näheren Umgebung. Und irgendwie müssen wir so auf die Art und Weise müssen wir das irgendwie schaffen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wir kommen nicht zu unserer alten Base. Weil die Zombie-Dichte so gigantisch ist einfach nur. Du kommst per Du da nicht hin. So, und ich habe ehrlich gesagt, ich habe auch ein bisschen Schiss, dass sie sich mit dem Wagen irgendwo festfährt. Und wir dann wirklich nicht mehr wegkommen, weißt? Also, von daher... Gut, Leute. Wenigstens... Oh, mach mal bitte den Motor aus. Wenigstens haben wir ein bisschen was geschafft heute. Immer Stück für Stück, ich weiß. Und ja, wir werden sehen. So. So, dann ess bitte mal noch was. Mal Joghurt essen. Muffin. Kannst du auch noch essen. Und dann würde ich sagen, füll mal deine Wasserflasche. So, dann wäschst du dich noch. Kleidung auch gleich mit. So, und dann war's das für heute. Wie gesagt, es ist einfach nur, es ist abnormal. Es ist wirklich abnormal. Und ich ziehe meinen Hut vor dem Ami. Also in der letzten Folge hat, das habe ich ja euch verlinkt. Und ihr müsst euch das mal angucken. Also wie der da rangeht, und der hat ja auch noch Runner mit drin. Das kommt ja auch noch hin. Das kommt ja auch noch hinzu. So, es regnet draußen, 4.40 Uhr haben wir. Okay. Das ein schlechtes Zeichen ist, keine Ahnung. Gut, Leute. Aber nichtsdestotrotz. Ich werde den Part jetzt an der Stelle beenden und ich muss das alles nochmal im Stillen durchgehen, wie ich das jetzt machen, wie wir das jetzt am schlausten machen. Aber ich denke, mit Ektor 1, Ektor 1 lassen wir den stehen, lassen die Sirene laufen, und das wird auf jeden Fall genug Arschlöcher anlocken. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das anders ablaufen wird. Gut, Leute, lange Rede, keinen Sinn. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.